Hallo, ich bin Werner Ulrich und leite den Informationsdienst Adismart, der Informationsdienst, der bestens dazu geeignet ist, Ihr Wissen zu vermehren und dadurch ein Leben ohne Krankheit zu führen. Ich begrüße Sie. Sie wissen ja, dass wir in Adismart 4 Hauptbedrohungen sehen, die wir abwenden wollen bzw. die wir besiegen wollen. Das sind einmal Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dann ist es Krebs, weiterhin Infektionserkrankungen und letztens Schmerzen im Stütz- und Bewegungsapparat. Ja, was gibt es da zu sagen, was über alles hinweggreift? Heute wollen wir darüber sprechen, wie Sie lernen können, wie Sie es selbst in die Hand nehmen können, nicht Opfer von Vergiftungen zu werden. Schließlich ist es so, dass täglich auf unserem Erdball pro Erdenbürger 2 Kilogramm Schadstoffe und Gifte emittiert werden. Und das geht nicht an uns spurlos vorüber, wenn wir uns nicht davor schützen. Erleben Sie, wie Sie mit einfachen Mitteln und heute schon einsetzbar, ohne Risiken, ohne Gefahren und Folgewirkungen, so wie Sie das kennen, wie Sie es von mir kennen, von Adismart kennen, erleben Sie, wie Sie das für sich selbst lösen können. Folgen Sie den nachfolgenden Beitrag. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Seminar. Es geht um Naturzeolit und natürlich nicht für den Selbstzweck, sondern es geht um die Vergiftung. Wir haben ja im Einspieler gehört, wie wichtig das ist, sich vor Vergiftungen zu schützen. Naturzeolit ist dafür ein sehr, sehr gut geeignetes Mittel. Nun gibt es jedoch zigtausende verschiedene Sorten auf der Welt von Naturzeolit, welches kann empfohlen werden und nach welchen Kriterien können wir vorgehen? Das ist heute unsere Frage. Gestatten Sie, dass ich mich ganz kurz vorstelle. Mein Name ist Werner Ulrich, ich bin klinischer Strahlenphysiker und ich helfe Menschen, schmerzfrei zu leben. Viele kennen mich, ich betreibe den Informationsdienst Adismart. Dort geht es darum, Leben ohne Krankheit. Ich bin Geschäftsführer der Dr. Ulrich Medizintechnik UG und bin dort tätig als Medizingeräteentwickler. Ich bin Buchautor, Patentinhaber und ich entwickle und informiere über Methoden, die uns helfen, Leben ohne Krankheit zu erleben. Also für wen ist es interessant, worüber ich heute spreche? Wer interessiert sich dafür? Wer kann daraus einen Nutzen ziehen? In welcher Welt leben wir denn eigentlich? Täglich werden 2 Kilogramm Schadstoffe pro Erdbewohner ausgestoßen. Das ist also unglaublich. Täglich pro Kopf 2 Kilogramm Schadstoffe. Und da können wir tun, was wir wollen. Wir müssen uns auf jeden Fall vor der Beeinflussung dieser Schadstoffe auf unser Leben, vor dieser Beeinträchtigung des Lebens, müssen wir uns schützen. Wir in den Industrieländern, uns dürfte es also alle interessieren. Machen wir es doch einfach den natürlich lebenden Menschen und Tieren nach. Und die sind nämlich in der Lage, denn die sind auch diesen Schadstoffen ausgesetzt, die sind in der Lage, sich vor diesen Schadstoffen relativ effektiv zu schützen. Und darüber gibt es auch sehr viele Veröffentlichungen. Nur bei der Anwendung für den Menschen, da tut man sich schwer. Dann fürchtet man sozusagen, ich möchte mal sagen, die Rache der Pharmaindustrie. Denn Naturzeolit, das ist ein Naturstoff, da gibt es keine Patente, deshalb sind dort auch die Preise niedrig. Aber es gibt sehr, sehr große Erfahrungen. Und wir können es einfach den natürlich lebenden Menschen und Tieren nachmachen. Für wen ist es also interessant? Heute erfahren Sie. Und damit meine ich die Menschen, die das Altern aufhalten wollen. Ich meine Menschen, die entgiften wollen. Wir geben viele Anregungen für Menschen, die die Folgen von Strahlentherapie oder Chemotherapie lindern wollen. Wir geben auch den Menschen ein Mittel in die Hand mit Naturzeolit, die beruflich zum Beispiel Radioaktivität ausgesetzt sind oder die das im Trinkwasser haben und ausleiten wollen. Menschen, die Calcium einbauen wollen, denen biete ich das an. Sie wissen ja, Calcium wird ausgeschwemmt bei der Bearbeitung von übersäuernden Zellen. Wir sind fast alle übersäuert. Deshalb ist
unsere Knochenstruktur auch meist in den Industrieländern nicht sehr gut. Also wer Calcium einbauen möchte, der sollte sich nicht auch in die Calciumtabletten halten, die ihm verschrieben werden. Da gehe ich nochmal darauf ein, das bringt gar nichts, wirklich gar nichts, sondern er soll sein Wissen aus den nächsten Minuten meiner Vorstellung, meiner Bemerkung hier nehmen. Menschen, die Magnesium einbauen wollen. Magnesium ist lebenswichtig und Sie sehen schon, hier gibt es auch für diese, die Magnesium einbauen wollen, ein Mittel. Menschen, die ihre sportliche Leistung steigern wollen. Es ist nachgewiesen, dass die Einnahme von Natur-Zeolit die sportliche Leistung um 10% steigern kann. Allein nur die Einnahme des Naturprodukts Natur-Zeolit. Menschen, die mehr Lebensenergie brauchen. Wer ist das nicht? Ich denke, das spreche ich so gut wie jeden an. Menschen, die ihren Körper säubern wollen. Menschen, die gern Fisch essen und das damit verbundene schädliche Quecksilber aus dem Körper ausleiten wollen. Menschen, die ein geschwächtes Immunsystem haben und Menschen, die Konzentrationsstörungen haben. Also reden wir auch hier schon über junge Menschen. Denn die haben sehr häufig auch schon Konzentrationsstörungen, aber bei den Älteren ist es noch weiter verbreitet. Ich spreche Menschen an, die Schlafstörungen haben und diese bewältigen wollen. Ich spreche Menschen an, die ständig müde sind und das besiegen wollen. Und ich spreche Menschen an, die Bakterien haben und somit die bakteriellen Gifte ausleiten wollen. Ich rede über Menschen, die den Säure-Basen-Haushalt ausgleichen wollen. Und ich rede darüber, dass ich damit eine Hilfe gebe, Menschen, die einer Dialyse sind und diese brauchen. Menschen, die ihren ersten Hilfekasten komplettieren wollen. Denn Zeolit ist ein Mittel, das gehört in den ersten Hilfekasten. Menschen, die nach einer Chemotherapie sich stärken wollen und Menschen, die Krebs haben. Menschen, die gesund bleiben wollen, sowieso. Und Menschen, die ihre Verdauung verbessern wollen und Menschen, die Helicobacter haben. Menschen mit Verstopfung. Wenn es also heute um Leben ohne Krankheit geht, dann erfahren dazu sehr, sehr viel auch Menschen, die Leberzirrhose haben, Menschen, die eine Fettleber haben, Menschen mit Gelbsucht, die eine Gelbsucht durchgemacht haben und Menschen mit Körpergeruch. Und dann als Höhepunkt am Ende konzentriere ich mich noch einmal mit einem Videobeitrag, den ich sozusagen eingesammelt habe bei der Fernsehgesellschaft Arte. Da geht es nochmal um Aluminiumvergiftung, eine bedrohende Vergiftung, die uns alle angeht und dazu dann am Ende, nach Ende meiner Bemerkung, meines Vortrages, dann dieses Video. Also legen wir los. Übrigens finden Sie in sehr gut sortierten Büchern eine Menge gut Verständliches zum Naturzeolit. Ich habe hier mal das Buch, was ich vor kurzem gefunden habe, mal dargestellt. Es ist von der Frau Dr. Ilse Triebnick. Sie zeigt in ihrem Buch Der Stein des Lebens sehr, sehr gut, welche Effekte Zeolit haben kann. Sie beschreibt das am Beispiel ihrer praktischen Erfahrung als Ärztin und zeigt viele Beispiele auf. Und es ist auch relativ leicht, dann dieses für sich zu übernehmen, dort, wo man es für richtig hält. Wer dieses Buch lesen möchte, ich habe hier den Link angegeben, ulrich-mtc.de/triebnick. Gehen Sie dorthin, mit einem Klick sind Sie dann bei dem Buch. Ja, das also zur Grundlage, einfach geschrieben, kurzweilig, liest man sehr gut und versteht am Ende eine Menge und sieht die Bedeutung vom Naturzeolit. Ja, der Stein des Lebens. Sie beschreibt in dem Buch, und hier habe ich das mal zitiert, das Lavagestein wirkt im Magen-Darm-Trakt gegen den oxidativen Stress als eine Art Rostschutzmittel. Verlässlich wie ein Uhrwerk. Häufig im Sprachgebrauch, wenn wir über Stress reden, dann meinen wir psychischen Stress. Viel wichtiger, denke ich, ist zusätzlich noch der oxidative Stress. Das ist sozusagen der Stress, den unsere Zellen aushalten müssen. Zum Beispiel durch Oxidantien, zum Beispiel durch Gifte, zum Beispiel durch Schadstoffe. Und wie wir dies wieder herausbekommen aus dem Körper, das ist Gegenstand unserer heutigen Darstellung. Also das Lavagestein, und damit meinen wir Zeolit, wirkt im Magen-Darm-Trakt gegen den oxidativen Stress als eine Art Rostschutzmittel, verlässlich wie ein Uhrwerk.
Entgiftung ist quasi eine Frage des Überlebens. Wir müssen uns unbedingt entgiften, denn wir können uns nicht ausreichend den Giften entziehen, denn wir leben auf diesem Erdball, auf dem, wie Sie schon auf einer Folie weiter vorn gesehen haben, pro Kopf 2000 Gramm Schadstoffe, Gifte täglich pro Kopf emittiert werden. Und dem können wir uns nicht entziehen. Wir können zwar uns einen Lebensraum suchen, der irgendwo auf dem Lande ist. Wir können uns im Wald aufhalten. Aber trotzdem, dort gelangen auch Gifte hin. Wir müssen uns vor den Giften auch schützen, vor den lebensbedrohlichen Auswirkungen des Giftes oder der Gifte, indem wir die Gifte ausleiten. Wasser ist der Wissensspeicher des Lebens und Wasser spielt auch hier eine große Rolle. Das heißt, wir müssen sauberes Wasser zu uns nehmen und hier möchte ich auch sagen, mit dem Wissensspeicher, das ist so gemeint, dass wir im Zeolith das vulkanische Wasser, wenn wir so wollen, das Urwasser gebunden haben, als gebundenes Wasser. Und wenn wir Zeolith zu uns nehmen, diese Kristallstruktur, dann ist dort eingelagert, genau dieses Wasser. Und es ist hochinteressant, zum Beispiel, was uns Wasser an Informationen, an Wissen speichert. Und zwar das über Hunderte von Millionen Jahren. Ich wiederhole, Hunderte von Millionen Jahren. Ich will das mal an meinem Beispiel bekannt geben. Man hat in mehreren Versuchen seit den 1970er Jahren, hat man Menschen isoliert vom Tageslicht, hat sie untergebracht, wo sie keinen Bezug mehr hatten auf die Zeit, keine Uhren und auch kein Sonnenlicht gesehen haben. Sie wussten also nicht, wie der Tagesverlauf ist. Und die Gruppen haben alle, für jedes Individuum gilt das in den Gruppen, haben alle sehr schnell einen 25-Stunden-Tagesrhythmus eingestellt. Wir haben ja sonst, wie wir ja alle wissen, den 24-Stunden-Tagesrhythmus und dort hat sich der 25-Stunden-Tagesrhythmus eingestellt. Warum? Das Wasser, was wir aufgenommen haben, was wir in unserem Körper haben, was wir in unseren Zellen haben, wir bestehen ja zu 70-75% aus Wasser und unser Hirn, wo wir eigentlich sagen, dort sitzt unser Wissen, das hat 90% Wasser. Und dieses Wasser hat gespeichert, dass vor ungefähr 200 Millionen Jahren oder länger auf der Erde ein 25-Stunden-Rhythmus war, aufgrund der veränderten Planetenkonstellation und war die Drehung der Erde um sich selbst und auch der Erde um die Sonne. Also sowohl Jahres- als auch Tagesrhythmus waren ganz anders. Der Tagesrhythmus war 25 Stunden. Das hat man sofort bei den Menschen gesehen, die nicht mehr diesen Zusammenhang hatten. Visuell konnten sie nicht mehr wissen, wie der Sonnenstand ist. Es stellte sich 25 Stunden Tagesrhythmus ein. Tja, und das kann man nur aus dem Wissensspeicher des Wassers haben. Anders geht das gar nicht. Und das hängt ganz eng zusammen mit der Entstehung unserer Erde. Und damit hängt ja auch das vulkanische Gestein zusammen. Übrigens, als man diese Menschen dann wieder herausgenommen hat an die normale Sonnenbeleuchtung, an die Oberfläche, dann haben sich ganz schnell wieder die 24 Stunden eingestellt. Also eine schöne Sache. Wichtig, dass wir wissen, wir nehmen dieses Urwasser, dieses vulkanische Wasser mit Zeolith auch auf. Was macht Zeolith noch sonst? Zeolith macht Ionenaustausch, Adsorption, Transmutation der Stoffe und Mineralstoffversorgung. Was ist der Ionenaustausch? Der Ionenaustausch ist nichts anderes als Gifte herauszulösen aus dem Körper und dafür wertvolle Ionen abzugeben, zum Beispiel Mineralien. So sind im Naturzeolith vielleicht 40 bis 50 Mineralien, die wir durch den Ionenaustausch aufnehmen und gleichzeitig die Gifte aus unserem Körper herausnehmen und in den Hohlräumen dieses Pulvers, dieses Zeoliths einnehmen, festhalten und dann ausscheiden. Das passiert recht schnell. Und da gibt es häufig die Frage, ja, woher weiß denn Zeolith, was Gifte sind und was vielleicht noch im Körper bleiben muss? Und das ist ganz einfach. Wir haben Zeolith in der Größe von mehreren Mikrometern als Pulver. Die Pulvergröße der einzelnen Körnchen sind also mehrere Mikrometer. Ideal wäre es, wenn es 10 Mikrometer sind, darauf komme ich noch hinaus. Also
ungefähr ein Hundertstel Millimeter. Und diese haben nun wiederum in ihren kleinen Körnchen feine Kanälchen. Die sind noch viel, viel kleiner. Sie sind unter einem Nanometer bis zu ungefähr 7 Nanometern. Da reden wir schon über 10 hoch minus 10 Meter Größen. Ich will das nicht hier weiter ausdehnen. Also in den kleinen Mikroröhrchen sind Tausende oder Millionen solcher feinen Kanälchen. Und da passen nur die Gifte hinein. Das ist sozusagen das Sieb, dass wir nur die Gifte ausleiten und nicht zum Beispiel Nährstoffe aus dem Darm oder aus dem Blut. Ja, und wo ich gerade dabei bin, zu erklären, was dieses Pulver für eine äußere Größe hat im Körnchenbereich, also 10 Mikrometer, und dann in den Kanälchen kleiner, beziehungsweise so unter 10 Nanometer, also bis 4,7 Nanometern, dann kann ich Ihnen auch noch eine Zahl sagen, über die ich immer nur staunen kann. Nehmen Sie 1 Gramm von diesem Gesteinspulver. Das ist so ungefähr eine kleine Messerspitze voll. Dann wären das 1000 Quadratmeter Oberfläche. Unglaublich, 10 Fußballfelder befinden sich an Oberfläche in 1 Gramm so eines Vulkangesteins, also einer Messerspitze voll Pulver. Und da können Sie natürlich das Potenzial überhaupt sehen. Auf diese Oberfläche gebunden über den Ionenaustausch kann man eine Menge Gifte aus dem Körper herausbringen, indem es sich dort festhält, und das nennen wir Adsorption. Adsorption bedeutet, wir halten die Gifte fest. Das geschieht durch Ladung an dieser Oberfläche und ist eine sichere Ausleitung, dann möglich, wenn wir genügend Wasser trinken. Die Transmutation der Stoffe ist auch eine, für viele von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht Überraschung. Transmutation heißt, wir machen in unserem Körper eine Alchemie. Wir wandeln nämlich Atome. Das Vulkangestein besteht hauptsächlich als Silizium. Es ist eine Verbindung zwischen Aluminium und Silizium, eine feste Verbindung. Und hier muss ich auch wieder gleich sagen, keine Angst vor dem Aluminium, das ist so fest gebunden, dass wir das niemals aufspalten könnten. Dieses Aluminium kommt überhaupt nicht in eine Reaktion mit unserem Gewebe. Das scheiden wir komplett wieder aus. Was heißt Transmutation? Wir nehmen also Silizium auf und sind in dem Körper in der Lage, aus dem Silizium Calcium zu bilden. Wir bilden also das Atom Silizium in das Atom Calcium um. Oder auch, je nachdem, ob der Körper das braucht, in das Atom Magnesium. Eine sehr, sehr gute Sache, und die man übrigens schon seit dem 18. Jahrhundert weiß. Denn da hat ein französischer Wissenschaftler mal untersuchen wollen, wie das eigentlich kommt, dass seine Hühner so viel Kalk ausscheiden können in Form der Eierschalen, wenn er doch gar nicht so viel Kalk zuführt. So hat er festgestellt, dass 5-mal so viel alleine Kalk in den Eierschalen ist, als er zuführt, und da ist noch nicht mal mitgerechnet der Umbau im Skelett des Huhns, wo auch viel Kalzium gebraucht wird. Und hat dabei festgestellt, dass durch das Picken des Silizium, also aus der Erde, das Huhn sich das Kalzium aufbaut durch Transmutation. Transmutation von Silizium zu Kalzium. Und das machen wir auch. Und das sollten mal diejenigen Ärzte wissen, die Menschen, die eine aufgelöste Knochenstruktur haben, also wo es notwendig ist, mehr Kalzium einzubauen, und dann geben sie immer Kalziumtabletten. Und die helfen ja nun, und das weiß man seit dem 18. Jahrhundert, die helfen ja nun gar nicht, sondern der Mensch muss Silizium zu sich nehmen. Zum Beispiel in der Form von Naturzeolit. Zum Beispiel in der Form des Stoffes, über den wir heute sprechen. Transmutation, eine wichtige Geschichte. Am Beispiel Calcium ist dargestellt. Jeder kann das nachvollziehen, was es bedeutet bei Magnesium. Denn Magnesium ist auch ein sehr, sehr wichtiger, vielleicht noch wichtigerer Stoff als das Calcium. Zur Mineralstoffversorgung. Wir haben eine ganze Kette von Mineralstoffen, mit denen wir uns versorgen und versorgen müssen. Und zum Glück finden wir diese Menge ausreichend im Naturzeolit, also ausreichend in dem, worüber wir heute sprechen. Silizium brauchen wir also zum Leben. Silizium ist ganz wichtig, vielleicht sogar das Wichtigste überhaupt.
entsprechende Literatur kann man lesen. Und jetzt komme ich mit einer sicherlich zunächst für vielen verwunderlichen und überraschenden Aussage. Nämlich, ich lese das mal vor, Cholesterin hat keinen Einfluss auf die Entwicklung einer Arteriosklerose oder eines Herzinfarkts. Bekannt ist aber, dass Mangel an Silizium zur Arteriosklerose führt. Ja, was bedeutet das? Also erst einmal, die Arteriosklerose ist die Nummer 1 unserer Todesursachen. Ist verbunden mit Herzinfarkt, ist verbunden mit Schlaganfall. Und hier sagt jemand, dass Cholesterin keinen Einfluss auf die Entwicklung einer solchen todbringenden Erkrankung hat. Und wir hören doch sicherlich beim Arzt, zumindest die Älteren von Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, die diesem Seminar zuhören, dass Cholesterin zu hoch ist und man muss alles Mögliche machen, zum Beispiel eine ganze Menge Medikamente nehmen, um das Cholesterin zu senken. Und jetzt lesen wir hier, Cholesterin hat keinen Einfluss auf die Entwicklung einer Arteriosklerose oder eines Herzinfarkts. Cholesterin ist nämlich ein Baustoff, den wir unbedingt brauchen. Cholesterin bilden wir selber. Und wenn Sie vielleicht sogar von Ihrem Arzt, von Ihrem behandelnden Arzt hören, Sie müssen cholesterinarm essen, dann schaffen Sie damit, wenn Sie das ganze Cholesterin aus Ihrer Nahrung verbannen, also aus dem Ei, aus der Wurst, aus dem Fleisch, dann schaffen Sie nicht einmal 3% Absenkung des Cholesterins, was Sie brauchen. Der Rest, und nicht nur der Rest, sondern das, was Sie nicht zu sich nehmen, das baut der Körper auch noch selber. Das Cholesterin wird nämlich in der Leber gebildet und hat viele, viele Aufgaben, zum Beispiel zur Bildung von Hormonen. Und das Cholesterin ist auch ein Reparaturfaktor für die Blutgefäße. Also es ist gut an den Arterien. Und wir sollten vielmehr überlegen, warum ist das Cholesterin so hoch? Und nicht etwa das Cholesterin senken. Und bekannt ist aber, dass der Mangel an Silizium zur Arteriosklerose führt. Sehen Sie, das ist, dort sind wir besser dran. Hohe Cholesterinwerte sind also verbunden mit einer hohen Lebenserwartung und geringer Krebshäufigkeit. Das muss man einfach noch einmal vorlesen. Hohe Cholesterinwerte sind verbunden mit hoher Lebenserwartung und geringer Krebshäufigkeit. Und eine Senkung des Cholesterinspiegels ist verbunden mit zahlreichen Todesfällen und vermehrter Krebsentwicklung. Ich glaube und denke, dass ich jetzt vielen genau das Gegenteil von dem gesagt habe, was sie sonst hören, was sie sich vorstellen können. Aber das ist Ergebnis der Wissenschaft, das ist Ergebnis der Beobachtung der Natur und damit sollte man sich an anderer Stelle vielleicht noch etwas mehr beschäftigen. Cholesterin hat also keinen Einfluss auf die Entwicklung einer Arteriosklerose oder eines Herzinfarkts. Bekannt ist aber, dass Mangel an Silizium zur Arteriosklerose führt. Hohe Cholesterinwerte sind verbunden mit hoher Lebenserwartung und geringer Krebshäufigkeit. Eine Senkung des Cholesterinspiegels ist verbunden mit zahlreichen Todesfällen und vermehrter Krebsentwicklung. Ich kenne schon genügend Wissenschaftler, Ärzte, Professoren, die sagen, sie würden denjenigen Arzt, der ihnen einen Cholesterinsenker verschreibt, verklagen wegen Körperverletzung, weil wir nämlich den hohen Cholesterinspiegel eventuell brauchen, um uns ein langes Leben frei von Herzinfarkt und Krebs zu ermöglichen. So, wie nehme ich denn, wenn Naturzeolit so bedeutend ist, wie nehme ich das denn das auf? Und ich spreche jetzt hier zunächst einmal, ehe ich darüber rede, darüber, welche Qualität das haben muss. Natürlich muss der Zeolit aus der Natur sein. Künstlicher Zeolit nützt uns gar nichts. Der ist gerade mal dazu da, um große Tankanlagen zu reinigen oder Ähnliches zu machen. Wir brauchen Naturzeolit. Und dabei kommt es darauf an, dass der rein ist, das heißt gut gereinigt ist. Und es kommt darauf an, dass er eine sehr gute Anhäufung von Mineralien hat. Und es kommt darauf an, und es ist sehr leicht alles nachzulesen, dass wir dort eine einheitliche, eindeutig definierte Korngröße haben. Ich vertrete die Meinung, dass die Korngröße, und ich schließe mich da, sagen wir mal, 100% der Wissenschaftler an, die Korngröße sollte 10 Mikrometer sein. Und das bedeutet aber gerade nicht, dass sie darauf reinfallen und ein Produkt
nehmen, was im Mittelwert 10 Mikrometer hat. Denn dann wissen Sie gar nicht, wie viel von den viel, viel, viel zu kleinen Körnchen und den viel, viel, viel zu großen Körnchen dabei ist. Es muss also lauten, dass so ungefähr 95, also mindestens 95% aller Substanzen 10 Mikrometer groß sind. Und leichte Abweichungen, 5% kann es geben. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir eine homogene Größe haben. 10 Mikrometer wäre das Beste. So wissen Sie also auch schon, wie Sie da nachgehen sollen. Ich habe mich ja nun seit 25 Jahren mit Zeolit beschäftigt als klinischer Strahlenphysiker und weiß von dramatischen Fällen, wo Menschen, die schon aufgegeben waren, die schwer erkrankt waren, ihr Leben wieder zurückbekommen haben, einfach durch die Gabe von Zeolit. Und Zeolit ist also, wie ich das zu Beginn schon gesagt habe, für sehr, sehr, sehr viele Menschen interessant. Nun ist es aber auch wichtig, das richtige Material zu nehmen. Also der Zeolit, Naturzeolit, 10 Mikrometer, wird von mir empfohlen. Wir haben uns viele Jahre damit beschäftigt, das Beste herauszusuchen. Und wir bieten es an in unserem Shop. Sie bekommen also Naturzeolit auch im Shop. Der lautet shop.schmerzen-was-tun.de. Dort bekommen Sie es. Dort können Sie es als eine Dose kaufen, auf der linken Seite. In der Dose sind 250 Gramm. Und wenn ich Sie einschätze, vielleicht als 60-Jähriger, dann brauchen Sie am Tag 6 Gramm. Und wenn ich Sie einschätze als 30-Jähriger, dann brauchen Sie vielleicht am Tag 3 Gramm. Und dazwischen können Sie sich einpegeln. Das bedeutet, ein 60-Jähriger hat mit einer Dose 40 Tage gute Versorgung. Wenn Sie 2 Dosen nehmen, wie das rechts dargestellt ist, haben Sie den Vorteil in dem Shop, dass Sie dann einen kostenlosen Versand genießen können. Und ich kann Ihnen ja auch gleich sagen, es ist überhaupt kein Schaden, 2 Dosen oder mehrere sich hinzustellen, denn hier gibt es kein Verfallsdatum. So. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, haben wir festgestellt, für wen alles der Zeolit wichtig ist. Also letzten Endes für alle Menschen, die das Altern aufheben wollen, die bestimmten Krankheiten begegnen wollen, die entgiften wollen hauptsächlich, die sich versorgen wollen mit Naturzeolit und die Transmutation der Elemente zu Calcium oder zu Magnesium für sich zu ihrem Vorteil, für ein Leben ohne Krankheit nutzen wollen. Ich denke, eine bedeutende Sache. Ich denke und bin da auch davon überzeugt, weil ich schon lange Zeit regelmäßig täglich Zeolit einnehme, meine Familie auch, dass es etwas Gutes ist, etwas ist, was Sie sofort umsetzen können. Und über die eingeblendete Adresse shop.schmerzen-was-tun können Sie das schnellstens und preiswert erwerben. Ich garantiere Ihnen, dass es eine außerordentliche, gute Qualität ist, was Sie dort einkaufen. Nun möchte ich überleiten zu dem Video. Und zwar möchte ich ganz kurz über Aluminium sprechen. Aluminium bedroht uns ja an vielen Stellen als wirklich sehr lebensbedrohliches Gift. Wir brauchen diese Mengen von Aluminium in unserem Körper nicht, die wir uns zuführen, zum Beispiel durch Deodorants, durch Impfen und auch indem wir Aluminiumfolie verwenden und an vielen anderen Stellen. Und wenn es in der Vergangenheit so war, dass unsere Vorfahren auch gegrillt haben, genauso wie wir das gern tun, dann haben Sie keine Aluminiumfolie verwendet. Und ich bitte Sie auch, diese nicht zu verwenden, denn Sie führen zu viel Aluminium Ihrem Körper zu. Und das führt zu Vergiftung, unter anderem ganz, ganz schwerwiegenden Hirnschäden, die kognitive Einschränkungen hervorrufen. Ich will nicht das Wort verblöden sagen. Das Aluminium, was wir schon im Körper haben, können wir gut ausleiten, indem wir Naturzeolit verwenden. Hören Sie im nachfolgenden Video, wie es mit Aluminium in der Forschung aussieht und sehen sich das an und vergewissern Sie sich, dass Sie mit Naturzeolit 10 Mikrometer ein sofort einsetzbares Mittel in der Hand haben, wo Sie sich gegen die Vergiftung mit Aluminium schützen können. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Ihnen nachfolgender Videomitschnitt auch viel bringt, Ihr Wissen zu verbessern, Wissen für Leben ohne Krankheit. Vielen Dank. Das war die Akte Alu, ein packender und besorgniserregender Film. Eine wichtige Rolle darin spielt Christopher Exley.
Hallo. Hallo. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Sie sind Toxikologe und Aluminiumexperte und wir durften Sie hier an Ihrem Arbeitsplatz besuchen, der Universität von Kiel bei Manchester, die über ein riesiges Campusgelände verfügt. Erste Frage an Sie. Wenn man den Film sieht, sagt man sich, hier droht eine neue Gesundheitskatastrophe. Lässt sich das mit dem Asbestskandal vergleichen, den wir in Deutschland und in Frankreich erlebt haben? Es gibt durchaus Gemeinsamkeiten. Dazu gehört wohl auch, dass zum Beispiel so etwas wie Asbestose zunächst latent auftrat. Irgendwann wurde diese Krankheit dann aber systematisch wahrgenommen und dann merkten wir, um was es da überhaupt ging. Und noch später erst fanden wir die Ursachen für Asbestose. Bei Aluminium haben wir derzeit eine ähnliche Grauzone. Wir können uns jetzt fragen, ob bestimmte Krankheitsbilder davon betroffen sind. Wir wissen zum Beispiel, dass es eine Verbindung zu Alzheimer gibt. Und seit kurzem vermutet man auch, dass Brustkrebs damit zu tun hat. Und vielleicht auch noch einige weniger bekannte Krankheiten. Aber der springende Punkt ist, dass das Gefahrenpotenzial von Aluminium nur diffus erkennbar ist und vielleicht komplex auf uns einwirkt, ohne dass wir das derzeit verstehen oder auch nur feststellen. Es gibt also durchaus Unterschiede. Es wäre Sensationshascherei zu sagen, dass es einen Skandal in Bezug auf eine bestimmte Krankheit gibt. Der wirkliche Skandal ist, dass wir nicht in der Lage sind, geeignete Forschungsprojekte durchzuführen, aufgrund derer wir erkennen oder ausschließen können, dass es jetzt oder zukünftig eine Beeinflussung unserer Gesundheit durch Aluminium gibt. Unlängst fand das 10. Kiel Meeting on Aluminium statt. Was kam denn dabei heraus? Haben Sie heute zum Beispiel Beweise für den im Film erwähnten Zusammenhang zwischen Aluminium und Krankheiten wie Brustkrebs und Alzheimer? In der Tat, das 10. Kiel-Meeting on Aluminium liegt ja gerade hinter uns. Vertreter aus 25 Ländern haben an dieser Konferenz teilgenommen und ihre neuesten Ergebnisse vorgestellt. Vieles davon ist noch gar nicht veröffentlicht. Nehmen wir zum Beispiel die Frage, ob Aluminium etwas mit Brustkrebs zu tun hat oder nicht. Da sind wir noch ganz am Anfang. Interessant und wichtig für das Thema Gesundheit war jedoch, dass diesmal in Kiel alle wesentlichen Akteure dabei waren, die hier zu forschen. Das sind 4 oder 5 Forschergruppen. Für mich, der in diesem Bereich ja auch tätig ist, war das außerordentlich interessant, jetzt auch ein Gesamtbild zu bekommen. Dabei bin ich wahrscheinlich zum ersten Mal darauf gekommen, dass es durchaus eine Verbindung zwischen Aluminium und Brustkrebs geben kann. Und zwar nicht etwa indirekt, sondern in Form eines Mechanismus, der auch vom Aluminium ausgelöst werden könnte. Ja, das bringt mich zu einer weiteren Frage in 2 Teilen. Erstens, sind das viele Wissenschaftler aus aller Welt, die heute zu dem Thema forschen? Und zweitens, haben Sie genug Mittel? Sie sagen ja selbst, Sie stehen erst am Anfang. Woran es derzeit wirklich keinen Mangel gibt, das sind Hypothesen, die wir überprüfen müssen, Ideen, die wir im Labor untersuchen wollen. Was fehlt, sind die dafür notwendigen Mittel. Nun ist unsere Aluminiumfamilie, wenn ich das mal so sagen darf, nicht sehr groß. Weltweit beschäftigen sich vielleicht 400 bis 500 Forscher mit diesem Thema. Circa 100 davon waren im Februar in Kiel. Kleine Studien, sogar ziemlich viele davon, das schaffen wir deswegen durchaus. Und diese vielen kleinen Ansätze liefern erste Indizien dafür, wo Aluminium auf die menschliche Gesundheit einwirkt. Zu größeren Studien, die über längere Zeiträume laufen, fehlen uns die Mittel. Erst dann könnten wir eindeutiger sagen, ob Aluminium einen Einfluss hat oder sogar beteiligt ist an der Entstehung einer bestimmten Krankheit. Ja, im Klartext. Sie sagen, es fehlt an Mitteln. Warum? Wegen der Krise und weil die Forschung allgemein weniger Unterstützung bekommt oder weil man nicht will, dass sie zu viel herausbekommen über die schädlichen Auswirkungen von Aluminium? Dass man hier im Vereinigten Königreich, an vielen anderen Standorten in Europa oder in den USA nicht in der Lage ist, über Aluminium zu forschen, liegt in der Tat auch daran, dass diese Forschungen verhindert werden.
Hauptsächlich indirekt, wegen der massiven Propaganda der Aluminiumindustrie. Sie hat bisher mit großem Erfolg alle davon überzeugen können, dass Aluminium kein Forschungsgegenstand ist und dass man dafür kein Geld ausgeben muss, weil es keine Fragen gibt. In Wirklichkeit ist genau das Gegenteil der Fall. Sie haben vielleicht noch nicht alle Ersatzstoffe gefunden, um Aluminium einmal überflüssig zu machen, aber Sie haben mir verraten, es gäbe Mittel und Wege, unseren Organismus von Aluminium zu reinigen. Können Sie uns das erläutern? Dazu wird viel hier in Kiel geforscht. Viele Ergebnisse sind hauptsächlich auf unsere Arbeiten zurückzuführen. Und dabei hat sich gezeigt, dass es eine interessante Verbindung gibt in der Chemie von lebenden Organismen zwischen den Elementen Silizium und Aluminium. Aus meinen eigenen Forschungen, die ja auch im Film angesprochen werden, hat sich zum Beispiel ergeben, dass Silizium in Fischen vor der Toxizität von Aluminium schützt. Ein weiteres unserer Forschungsergebnisse ist, dass wenn man siliziumreiches Mineralwasser trinkt, mit einem Siliziumgehalt von über 30 Milligramm pro Liter, dann kann Aluminium im Urin nachgewiesen werden. Das heißt, der Mensch kann Aluminium ausscheiden. Wir sind deswegen zuversichtlich, dass wir Menschen uns im Alltag und nicht invasiv vor toxischem Aluminium schützen können, indem wir zum Beispiel täglich Mineralwasser trinken, das einen hohen Siliziumgehalt aufweist. Das ist einfach und wirkungsvoll. Im Film wird ganz klar deutlich, dass Aluminium überall steckt. In Pharmaprodukten, in Kosmetika und so weiter. Eins allerdings wird nicht erwähnt, und das haben Sie uns in Vorbereitung dieses Gesprächs verraten. Aluminium findet man auch im Tee, in Zigaretten und sogar in Babymilch. Was sagen denn Ihre jüngsten Forschungsergebnisse dazu? Tee ist ein klassisches Beispiel dafür. Wir wissen zum Beispiel, dass Teepflanzen in der Lage sind, große Mengen von Aluminium aufzunehmen. Wenn man also Tee trinkt, vor allem schwarzen Tee, nimmt man gezwungenermaßen auch Aluminium auf. Vor 20, 25 Jahren hieß es dazu noch, dass das Aluminium sich nicht im Körper anreichert, sondern durch den Stuhlgang wieder ausgeschieden wird. Also Entwarnung. Nun haben wir gerade eine Studie abgeschlossen, die noch nicht veröffentlicht ist. Dabei haben wir uns unter anderem gesunde Testpersonen angeschaut. Studenten hier aus Kiel, 40 waren es insgesamt. Und diejenigen von ihnen, die viel Tee tranken, wiesen außerordentlich hohe Ausscheidungsraten von Aluminium im Urin auf. Das bedeutet, dass Aluminium also durchaus vom Körper aufgenommen wird, ins Blut gerät und dann über die Nieren wieder ausgeschieden wird. Vielleicht noch ein weiterer konkreter Fall, das Beispiel der Deos. Im Film wird gesagt, sie seien aufgrund ihres Aluminiumgehaltes sehr wahrscheinlich die Ursache für die Zunahme von Brusttumoren. Und zwar von sehr spezifischen Tumoren an Stellen, wo es vorher keine gab. Wissen die Frauen ausreichend Bescheid? Und wie viele Frauen müssen denn noch an Brustkrebs sterben, bevor diese Deos endlich vom Markt genommen werden? Das Hauptproblem ist hier nicht die Öffentlichkeit an sich, sondern diejenigen, die eigentlich in ihrem Auftrag agieren sollen. So bekommen wir zum Beispiel keinerlei finanzielle Unterstützung von den großen Stiftungen, die sich dem Kampf gegen Brustkrebs verschrieben haben. Warum? Auf den Webseiten dieser Einrichtungen findet man keine Informationen darüber, warum Aluminium etwas mit Brustkrebs zu tun haben könnte. Das Gleiche gilt für Großstiftungen in anderen Bereichen, etwa bei Alzheimer. Wir veröffentlichen Arbeiten, die eine mögliche Verbindung zwischen Aluminium und Alzheimer nachweisen und sich nicht nur damit begnügen zu beschreiben, wie man sich davor schützen kann. Wenn man dann diese Leute bittet, sich zu unseren Ergebnissen zu äußern, dann heißt es, das ist doch völlig unwichtig. Mit anderen Worten, die Einrichtungen, die doch eigentlich die Öffentlichkeit schützen sollten, beziehungsweise sich um Kranke oder möglicherweise Betroffene kümmern sollten, die interessieren sich gar nicht für unsere Forschung. Und wir wissen auch nicht, warum. Andererseits vertrauen viele Menschen diesen Stiftungen. Die denken wirklich, die sind dazu da, um sich um diejenigen zu kümmern, die Brustkrebs haben oder gefährdet sind. Man weiß aber nicht, dass diese Stiftungen sich nur für einige mögliche Ursachen von Brustkrebs interessieren. Aber so ist das. Deswegen muss sich das ändern. Vorurteile müssen fallen. Ich würde hier nicht von einem Informationsmangel sprechen. Es ist eher so, dass die Entscheider in diesen Gremien nicht in der Lage sind, sich diese Informationen zu beschaffen, zu verstehen und entsprechend zu handeln.
Diese Leute nehmen eher eine historische Perspektive ein. Sie sind nicht richtig informiert, sollen aber anderen eine informierte Rückmeldung geben. Das ist ein großes Problem und wir bemühen uns nach Kräften, die Stiftungen zu informieren, ohne Sensationshascherei, ohne zu skandalieren, sondern durch klare, überzeugende Informationen aus bestmöglicher Forschung. Christopher Exley, wenn man Ihnen zuhört, wird klar, wir leben im Aluminiumzeitalter und daran wird sich so schnell nichts ändern. Aber können Sie sich in Ihren Träumen vorstellen, dass wir dieses Zeitalter in vielleicht 50 oder 100 Jahren hinter uns lassen, dass wir uns über die Gefahren dieses Metalls in unserem Alltag bewusst werden? Aluminium ist das häufigste Metall in der Erdkruste. Obwohl wir wissen, dass Aluminium unter vielen verschiedenen Umständen eine toxische Wirkung hat, geht es uns und allen anderen Lebewesen hier trotz dieser Präsenz theoretisch ganz wunderbar. Ein Grund dafür ist, dass das Aluminium in der Erdkruste nicht toxisch ist, sondern als Aluminiumsilikat vorkommt. So ähnlich wie die Geschichte mit dem siliziumhaltigen Mineralwasser von vorhin. Der Mensch holte das Element aber aus der Erdkruste heraus und begann Aluminiumsalze herzustellen, daher auch der Name Aluminiumzeitalter. Nun ist der biotische Kreislauf, der Kreislauf des Lebens, Teil dieses biochemischen Zykluses. Wenn Aluminium in den Kreislauf des Lebens eingebracht wird, kann es nicht mehr entkommen. Nirgendwo anders mehr hin, auch nicht zurück in das Erdgestein. Und jedes Jahr gelangt mehr und mehr Aluminium in den Kreislauf des Lebens und damit aller Lebewesen auf dieser Erde, von den Bakterien bis hin zum Menschen. Wir erhöhen somit den Aluminiumgehalt in unserer Umwelt, wobei die Exposition ständig steigt. Jedes Jahr. Aufgrund unserer gesamten Kenntnis über die Evolution und darüber, wie das Leben sich auf dieser Erde entwickelt hat, wissen wir, dass das Leben sich der immer höheren Menge von Aluminium anpassen muss und wird. Das Ergebnis könnte durchaus negativ ausfallen, denn zunächst einmal hat Aluminium keine Bedeutung für das Leben und ist ja sogar toxisch. Vielleicht, aber das ist eine Frage von Jahrhunderten, werden Aluminium und Biologie irgendwann so chemisch miteinander verschmolzen sein, dass das Leben davon profitiert. Aber dann wird es vielleicht keinen Menschen mehr geben. Wir sind nicht unbedingt die Lebensform, die mit Aluminium besonders gut klarkommt. Kurzum, eine spannende Frage. Aber ich werde glücklicherweise aus vielen Gründen nicht da sein können, um sie endgültig zu beantworten. Ja, Fazit, entweder wir sterben am Aluminium oder wir lernen, damit zu leben. Vielen Dank, Christopher Exley, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben. Viel Glück bei Ihrer Forschungsarbeit. Thank you. Thank you very much.